Hallöchen, willkommen zurück. Es ist, ja, weiß ich nicht, wie spät es gerade für euch ist, aber wir sind hier auf jeden Fall in unserer kleinen Special-Mission auf dem Weg zum Diablo. Wir haben jetzt hier gerade einen Fünfer-Stack quasi, oder für euch gestern den Fünfer-Stack erreicht. Und jetzt sind wir auf der Suche nach diesem Schlüsselboss. Aber eigentlich ist es, na gut, um es zu zeigen. Vielleicht finde ich ihn ja schnell. Wenn ich ihn nicht finde, dann mache ich mich vom Acker hier, weil eigentlich den Plan der infernalen Maschine, den ich gestern angepriesen hatte, den, ach du Scheiße, Hammerfürsten sind schwul. Die sind richtig schwul, weil die ordentlich Damage machen. Aber ich bin ja gerade hier im Berserk-Modus. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, gut, alles kein Problem. Was wollte ich erzählen? Genau, den infernalen Plan, die Plan der infernalen Maschine, den braucht man bloß einmal looten. Um diese Maschine zu machen. Die Schlüssel hingegen brauchst du öfter. Also, du hast, um ein Tor zu öffnen, brauchst du einen Schlüssel. Beziehungsweise eigentlich drei Schlüssel. Also jeweils vom Akt 1, 2, 3 jeweils ein. Und dann kannst du auch aus denen den Plan basteln. Den Plan an sich. Ach, hier, guck, da ist er. Nekarat, der Schlüsselhüter. Na, gucken wir mal. Den legen wir mal schnell. Vielleicht droppt er uns ja auch einen Plan, damit ich das mal zeigen kann, wie das aussieht, weil es nämlich jetzt auch im, ich weiß nicht, welchen Patch das dazugekommen ist, weil man sich ja auch, alter Falter, what the fuck, weil man sich ja auch beschwert hat, man übersehe doch die legendären Items, ja. Sprich, die Farbe der Items wurde kritisiert, man übersehe das. Die sind dann nun mal so wichtig und wertvoll und es ist schade, wenn man die dann liegen lässt, weil man sie nicht sieht. In Klammern, macht doch die Augen auf. Jedenfalls, Sip hat es geändert. Sip sei schon. Ich bin schon wieder voll noch im Tibia-Fieber. Raserei, sehr gut. Angriffsgeschwindigkeit. Blizzard hat sich dem Kritikpunkt angenommen und ja, unterm Strich haben sie ja irgendwo recht. Ist ein bisschen kritisch, sieht es. Ih, nee, komm. Ich noch blaue dazu. Das wäre uncool. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da war er doch irgendwo. Hier. So. Okay, und Wirbelwind. Gib ihm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die blöden Dingens muss ich wegmachen. Genau, genau, genau. Super. Wer ist denn bitte schön? Wer ist der das? Hass. Alles klar. Jetzt seid ihr fällig. Ihr seid tot. Ihr seid sowas von tot. Ich sterbt. Ihr sterbt alle. So, zack, hier. Den mal schneller befreit. Ja. Wollte ich gerade erzählen. Ist der Satz weg. Jetzt habe ich die Viecher so oft geregt mit diesem Fuck Meteoriten, den ihr da mal runterpfeffern. Ist ja nervig. Na, ah, hier sind die Blauen. Na gut. Obwohl ich... Alter, ne. Die sind auch mega gay. Also das Problem bei diesen... Ja, genau. Das Bild, was ich habe, funktioniert nur, wenn man Millionen an Viechern um sich drumherum hat. Weil durch diesen Revenge-Spell, den ich hier unten habe, regeneriere ich Health Points, aber nur, wenn ich Leute treffe. Und wenn ich jetzt Viecher habe, die quasi wegrennen, bin ich im Arsch. Ja, das heißt, entweder renne ich immer hinterher, weil ich auch auf meinen Waffen hier Leben pro Treffer habe. Das heißt, ich muss die entweder permanent hitten oder ich muss permanent Viecher drum mich rum haben, mit dem ich Revenge mache, weil ich muss definitiv hier HP aufbauen. Und ich werde jetzt einfach mal hier versuchen, die Sache zu umgehen. Und wenn das jetzt hier nicht funktioniert, noch einen Anlauf mache ich nicht, dann gehe ich gleich direkt durch zum Diablo. Schnauze voll. So. So. Ah ja, hier ist er. Ach, die Succubus-Dinger mitgekommen. Oh, komm, leck mich doch. Ja, das wird nichts. Kannst du knicken. Oder? Ja, sehr gut. Die haben wir schon mal tot. Ah, siehst du da?
So wird jetzt neuerdings legendäre Items angezeigt, aber wir versuchen mal dann doch jetzt hier noch hier schnell. Das kriegen wir sie ja doch hin. Komm, stirb, Bitch. Komm, 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 komm. Ja. Schnell auf. So. Dann ist die auch Geschichte. Ich glaube, irgendwo vorne war noch ein dritter, wa? Ja, ich glaube, die dritte müsste man noch killen. Ansonsten haben wir ja hier Probleme. So, da ist der Plan der infernalen Maschine. Phantomatastisch. Ist halt jetzt wunderbar animiert mit so einem, also animiert nicht, aber hier so ein hübscher Strahl. Und hier, glaube ich, hier in der Karte kommt in den ersten Momenten auch noch hier so ein hübscher fetter Stern, sodass man es definitiv nicht übersehen kann. Also wer das jetzt noch übersieht, ja, keine Ahnung. Der muss in der Tat blind sein. So, das heißt, wir gehen jetzt mal zurück und gucken mal, dass wir jetzt uns hier den Diablo nähern. Weil, was soll ich hier noch großartig durchrennen? Maximal hier noch so ein bisschen Erfahrungs... Ah, ne, komm, die sind eigentlich... Ach, komm. Ne, hier, keine Lust mehr. Diese schwul, die Dinger. Guck ich mal, dass ich noch den blauen hier finde. Da hinten ist er. Oh, jetzt ist er wieder da. Oh, ich hasse die Viecher. Und warum hasse ich die? Weil die mich betäuben. Gleicher Effekt. Ob ich jetzt vereist bin oder betäubt bin, ich kann definitiv kein Damage mehr austeilen. Und deswegen sterbe ich instant. Nahezu. So. Jetzt machen wir hier mal den Barbaren an. Damit habe ich nämlich die Möglichkeit, diesen komischen Betäubungsspells oder den sämtlichen Effekten, was die Monster austeilen können, zu entgehen. Na bitte. Hat sich ja dann noch ein bisschen gelohnt. Astral, Spalier, ja. Nee. Der Blau ist tot, ne? Foliant nehmen wir auch noch mit. Ja, komm. Back up. Stirb. Tschüssen. So, ab zurück. In sichere Gefilde. Und ja, hier der Plan. Sieht so aus. Und wie gesagt, ich habe einige davon. Eigentlich brauche ich sie nicht sammeln. Deswegen braucht man den Boss eigentlich nicht farmen. Und das sind halt hier die Schlüssel, die man dann bekommt. Der Schlüssel der Zerstörung ist aus Akt 1, dann hier der des Hasses aus Akt 2 und der hier ist aus Akt 3. Und wir werden uns mal hier so eine, wir wollen Folgendes machen. So, was man bekommt, wir wollen ja Endgame testen, ne? Gucken mal, was hier alles so draus geworden ist. Enchanten, wollte ich gerade sagen. Und dann kann ich euch mal zeigen, was man so für Items in Inferno Akt 5 bekommt. Mit einem Magiefund-Bonus von größtenteils, Moment, zack, größtenteils 270, 260, 270, ja. Ist jetzt noch nicht der Hit, ich glaube irgendwo bei 300 und ist jetzt Schlusslicht, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich weiß es nicht 100%, bin jetzt nicht der Diablo-Crack. Ja, Widerstand gegen alle Schadensarten, der ist gar nicht mal so verkehrt. Das Dumme ist aber Vitalität. Ne? Fehlt ein bisschen Stärke. Wenn man jetzt sieht, was wir... Also ein Gürtel mit Stärke und Vita ist natürlich der Hit. Was bei dem gut ist, der Widerstand gegen alle Schadensarten. Aber braucht man nicht. Ja, hier der Gürtel. Da hast du Stärke Vita drauf. Für einen Level 60er mit so einem Stats kannst du knicken, kannst einpacken. Also scheiße. Ebenfalls der Mönch braucht keine Intelligenz so viel. Der braucht Geschicklichkeit. Scheiße. Der, ja, Einhand mit 514 Angriff, kannst du kleine Tonne toppen. Zweihand mit 850 sieht ebenfalls scheiße aus, brauchst du auch nicht, kannst verkaufen. Ne, 600 ist noch schlimmer. Was haben wir hier? Armschienen, Stärke, für den Arsch. Kopf, hast du keinen Sockel drin, wenn du keinen Sockel drin hast, ist ja schon mal unattraktiv. Des Weiteren Stärke und Vita mit 38 für den Level 60er, also unten hier benötigte Stufe, ihr seht es, Level 60, ist für den Arsch, kannst verkaufen, brauchst du nicht. Na, blaue brauchst du sowieso nicht. Einhand Mönchwaffe ist der Hit, ein 60er mit 242, also der kann einpacken, brauchst du nicht.
Dämonenjäger mit Einhandwaffe 600, kannst du knicken. Zweihandwaffe mit 800, kannst du knicken. Zweihand mit 400, kannst du erst recht knicken. Einhand 600, knicken. Einhand 600, knicken. Schultern 200, okay. Intelligenz mit 121, naja, okay, aber die haben keine Zusatzstats. Die meisten Zauberer gehen sowieso auf Damage Dealing. Das heißt, du brauchst Crit-Schaden oder Crit-Treffer, also Schrott. So, und dann haben wir hier Füße. Geschicklichkeit 61 ist ein Witz. Intelligenz für einen Zauberer, okay, wäre annehmbar. Das Problem ist, es gibt 500-fach bessere Viecher, Schuhe als mit 121 Intelligenz. Kannst du also knicken, Schrott. Ja, Zweihand 229 ist zuckersüß. Kannst du knicken. So, was haben wir denn hier noch? Das ist ein Amulett mit 146 Geschicklichkeit. Das ist super. Wenn jetzt aber ein Level 60er mit 146 Geschicklichkeitsamulett rumrennt, da fasse ich mir an den Kopf und frage, hallo? Tickert's noch? Da gibt's 500 Sachen besser, die Sachen, die geiler sind als das. Das heißt, wir packen jetzt mal unser Krams hier rein, was wir haben. Zack, 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 zack. Und die Folianten da rein. Ja, okay. Den Plan wollten wir machen. Das wollte ich euch mal zeigen. Das ist eigentlich pretty easy. Zack, zack, zack. Ein Schlüssel von jedem. Dann kann das hier mal durchrücken. Und den Plan gibt er natürlich hier bei ihm ab, bei Henrik. Und ich habe hier irgendwo, schuppdiwuppdiwuppdiwupp, hier oben. Nee, oder? Doch, war hier. Infernale Maschine. Portalapparatur. Schwupp, die können wir basteln für 12.000, ist dann easy peasy. Zack, so sieht die aus. Können wir in Akt 1 nutzen. Wir werden aber schnell mal den Diablo legen und dann gucken wir nochmal rein in Akt 1. Das können wir ja auch nochmal machen. Ist ja schließlich das Endgame und wir wollten das ja begutäugen, nicht wahr? Was sagt die Zeit? 3 Minuten und. Jetzt gucke ich gerade, 3 Minuten und ist natürlich nicht der Hit. Dann würden wir quasi direkt den Diablo Kampf unterbrechen, was ich nicht will und auch nicht kann. Hintergrund der infernalen Maschine und weshalb man das hier alles farmt, ist genau dieser Ring. Das heißt, wenn man diese infernale Maschine aufmacht, hat man, wie gesagt, die Chance, gegen End- oder Überbosse zu kämpfen. Und jeder dieser Überbosse droppt auch wieder 3 Items, fragt mich jetzt gerade nicht, wie die heißen. 3 komische Items, die man dann im Gegenzug wiederum zusammensetzen kann zu so einem Ring hier. Das ist ein legendärer Ring. Der kann dann ausgelegt werden auf Vita-Stärke. Warte mal, kann man jetzt hier sehen? Hier, Höllenfeuerring. Kannst du dir dann zusammenbasteln? Ist Account gebunden, kannst du also nicht wieder verkaufen. Und kannst dir halt aussuchen, was das Main-Attribut sein soll. Ich habe mich, glaube ich, hier auf Vita beschränkt, richtig? Genau. Das heißt 197 Vita. Das heißt, die Attribute, die du hier hast, ach, da steht's ja direkt, 170 bis 200, da bin ich ja mit meinem 197 gar nicht mal so verkehrt dabei. Was ich mir noch gewünscht hätte, und das macht das Endgame jetzt quasi aus, dass man diese Bosse farmt und sich immer wieder neue Ringe zusammenschustert, bis man wirklich, und das sagt hier die vierte Eigenschaft da unten, das 4 zufällige magische Eigenschaften. Ja, das heißt, hier kann noch ein paar schöne Sachen mit dazukommen, vielleicht noch ein bisschen mehr Stärke oder noch irgendein anderes Attribut. Was jeder Ring hat, ist halt diese Bonuserfahrung um 35%, das heißt, bekommt man mehr Experience Points, wenn man halt mehrere Viecher killt, was hier dem Paragon-Level wieder zugute kommt. Und deswegen habe ich das hier drin, weil man ein bisschen schneller im Paragon-Level aufsteigt. Und das Paragon-Level ist ja, wie gesagt, dafür da, um halt den Magiefund-Bonus, den man durch die Rüstung früher bekommen hat, so ein bisschen zu ersetzen oder zu pushen und zu pimpen. Und mir fällt gerade auf, während ich hier die 3 Minuten verballer, ist natürlich der Mut der Nephalem, naja gut, 24 Minuten verbleiben noch. Das wird reichen für Diablo. Hoffe ich, denke ich, gehe ich mal fest von aus. Und ich sage mal einfach, bevor wir jetzt hier noch weiter Mut der Nephalem verballern, gehen wir mal direkt zu Diablo schon hin. Himmelszinne und schwupp ab hinein ins Glück. Diablo, Inferno-Modus. Na los, komm, ihr brecht doch hier zusammen. Ne, der bricht zusammen. Bam! Sieht echt cool aus. Haben sie gut gemacht, der bricht auch zusammen. Bam! Super. Okili Dokili.
Das heißt für uns, morgen um die gleiche Zeit, Diabolo in Inferno-Modus. Seid dabei, wenn man ihn legen auf Inferno-Stufe 5. Wird nicht so der Hit sein, also nicht so schwierig. Hoffe ich doch, gehe ich mal von aus. Ich schau mal, ich lasse mich überraschen. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.